Jo, schönen guten Tag. Was? Der Ära ist wieder da. Und wir spielen Kingdom Come Deliverance. Oh, hallo. So. Und wir sind in Gut Old Böhmen. Und ja, wir sind gerade auf der Mission, seltsame Vorgänge auf der Klosterbaustelle zu untersuchen. Also wir haben jetzt schon mal den Dämonenkopf geklärt. Und jetzt stellt sich noch die Frage, was mit den Steinen defekt ist. Moment, ich guck mal nach. Und wir brauchen bessere sterbliche Überreste. Das ist jetzt noch die Mission, wo wir mal schauen müssen. Jetzt ist halt die Frage, ob die von mir jetzt wirklich wollen, dass ich hier so ein Grab ausräume. Das fände ich seltsam. Also hier ist... Warte mal, das ist... Ich würde jetzt mal wieder einen Schnaps opfern. Und dann... Schauen wir mal. Mist. Leer. Wenn ich hier am helllichten Tag, hier ist noch ein Grab. Das stinkt bestimmt. Das sind doch aber perfekte sterbliche Überreste. Ah, komm raus hier. Uiuiui. Oh. Pater Fabian. Der geht an dem Grab einfach vorbei. Okay, jetzt sind wir einmal rum. Von Sünden freikaufen. Skale zur Fahrer? Ist das Simon oder was? Kann man hier so einen Pfarrer in seiner eigenen Kirche beklauen? Klaue ich ihm ein Brot. Das esse ich direkt. Das ist ja seltsam. Okay, schauen wir mal. Hey, ich wäre langsam ein echter Meisterdieb. Habt ihr das gesehen? So langsam, aber sicher. Ach, na klar, und dann steht hier oben eine Truhe mit einem... Daniel Masur. Oh, jetzt bin ich durch die Wand geglitscht. Habt ihr das gesehen? Das war nicht so richtig gut. Ja, jetzt habe ich hier diese Kirche, aber wie es scheint, ist hier nichts zu holen. Wenn es hier nie. Ja, ein Kerber wäre natürlich cool. Warte mal, hallo. Nee, kann ich mit dem nicht reden? Okay. Ah, ein Schuster. Lass uns handeln.
Fußwickel, ja. Schuster-Set. Warte mal, was macht das denn? Okay, umfangreich. Okay, damit kann man wahrscheinlich größere Sachen. Aber jetzt ist die Frage, da muss ich mal reingehen. Kannst du meine Schuhe? Ja. Du kannst. Du kannst doch bestimmt meine Schuhe reparieren. Komm. Ach so, was kostet das? 173. Lass uns handeln. Was hast denn du? Oh, hier, das ist richtig, richtig teuer alles. Modische Schlappen. Boah, Alter, guck mal, was hier so ein paar Schuhe kostet. Aber ansonsten hat er leider nichts. Pass auf, wo du hingehst. Hey, pass auf. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Schade, ich dachte jetzt hier bei so einem Gerber, ich brauche doch eigentlich nur irgendeinen Knochen. Oder sowas. Das wäre doch schon ein schöner. So, hier ist der Lokus. Ah, hier. Guck mal, hier sind noch schöne Tierknochen. Aber. Das ist so eine Quest, die ich jetzt wieder nicht verstehe. Ehrlich gesagt. Sucht was Besseres. Ja, ich habe jetzt schon Gräber geschändet. Fleischer wäre noch eine Idee. Augenblick, die hatten doch. Tja, sie sind, der Fleischer liegt nicht mehr drin. B. Und was heißt. Was ist B? Das ist echt, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu doof oder so und alle lachen schon wieder, weil ich es nicht hinkriege. Aber ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Was geht denn besser durch? Das ist der Schweinestall. Schreiber. Leute, ich brauche doch bloß meinen Knochen. Glück und Gesundheit. Ach, selbiges, mein Freund. Oh, hier gegen Flöhe und Warzen. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Nee. Ach,
das ist jetzt echt bescheuert, weil das kann ich jetzt noch 5 Jahre machen. Ich werde nichts finden, was irgendwie einem Heiligen entspricht. Ich bin ja immer noch auf der Suche, um so ein bisschen so zu tun, als wäre es ein Heiligenrelikt. Waschen, der Zuber ist leer, ihr Nasen. Guten Tag. Hier ist niemand. Ich dachte ja, vielleicht verkauft hier jemand was, aber nö. Taverne. Was ist denn? Wo du hingehst. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Na, ich brauch was. Ich brauch irgendwie was Seltsames. Ach Mann. Das ist bescheuert. Das ist mir jetzt. Ich muss jetzt nochmal in die Quest reingucken, aber das ist echt bescheuert. Es tut mir leid, dass ihr jetzt hier zugucken müsst, wie ich suche. So, Stück. Urban möchte sterbe ich Oreste. Bring Urban die Reliquie. Schafft. Bessere sterbliche Überreste. Ich plündere einen Grab im Kirchhof oder ich kaufe irgendwo sterbliche Überreste. Wer in Sassau könnte die verkaufen? Okay. Also ich suche schon einen Händler, weil auf dem Kirchhof, das habe ich jetzt durch. Was machen die Händler hier? Was habt denn ihr so? Sterbliche Überreste. Hier. Ich kenne dich. Von irgendwoher. Na, ich bin der Ära von YouTube. Mich kennst du. Ich hab's. Der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen. Och Gott. Setzte dir eine Dornenkrone. Na super, du. Ah, hier. Ich suche nach einem Stück von den Gebeinen des heiligen Prokop. Tatsächlich? Und für wen suchst du das? Für einen Freund. Er hätte gerne etwas Heiliges. Ein vernünftiges Kerlchen. Jawohl. Ich habe einen Fingerknochen. Und nehm ist ich. Der vom heiligen Prokop? Also er war bestimmt ein redlicher Knabe. Oder zumindest keiner von der schlechten Sorte. Und wenn ich mich nicht irre, hieß er sogar Prokop. Ja, das würde mir reichen. Na gut, was soll mich das kosten? Das ist ein wahrlich wertvolles Stück. Oh nein. Oh, Horn eines Einhorns. Na, der hat ja tolle Sachen. Mythen der Rhetorik. Oh, das ist teuer. Schatzkarte. Kristall aus dem Kifferhäuser. Knochen des heiligen Thomas. Ja. Der kauft doch alles. Ich habe aber nichts. Ich habe tatsächlich nichts zu verkaufen. Komm, gehen wir noch ein bisschen runter. Reden wir über den Preis. Ja? Weil du es bist.
Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Okay. Das ist Zeitverschwendung. Och, willkommen, Helga. Du hast von den Gebeinen des heiligen Prokop gesprochen. Ja, das habe ich. Ich habe einen Finger. Ja. Also er... Na gut, das ist ein... Knochen. Ach so, die hätte ich auch kaufen müssen. Wow, der hat aber viel Geld, guck mal. Was könnte ich denn dafür verkaufen? Habe ich was, was ich verkaufen kann? Ich habe nichts. Ritterschnaps habe ich auch noch einen. Tja. Wir müssen. Besprechen wir den Preis. Wir müssen unbedingt nochmal. Warum nicht? Einverstanden? Das ist zu wenig. Du ziehst mir hier die Haut ab. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ja. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Na gut. Okay, dann war das die. Jetzt muss ich nochmal wegen seinem Traum nachfragen. Ich sehe, du bringst Kunde. Wegen deines seltsamen Traums. Ich wusste, du bist interessiert. Ja, natürlich. Der Traum. Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel. Will ich im Wunderhandel tätig sein? Das soll ich sein? Wer sonst? Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich. Bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Moment. Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Genau. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher, kleiner Diener der Vorsehung. Ein Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt, ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe. Schönes Leben. Und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Okay. Ich habe alles. Salben, Reliquien, wohlriechende Kräuter, seltene Gewürze, Talismane und Glücksbringer. Okay. Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Oh. Was ist das jetzt? Das klingt ziemlich herausfordernd. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Ich habe jetzt nicht... Warte mal, was müsste ich tun? Was erwartet mich? Mal sehen, ob das jetzt geht. Werde. Theologie weiß, aber du wirst die Werke der alten Gelernten stehen, in den nächsten zu verstehen, indem du in deine Seelen liest. Na gut. Nichts leichter als das. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Ach klar. Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar. Oh, du schöner Tag. Ich habe einen Nachfolger gefunden. Also gut. Womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeit. Oh. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Oh je. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Nur damit das klar ist, ich werde nichts für dich stehlen. Wer hat was von Stehlen gesagt? Du sagtest, es geht um wertvolle Objekte. Ich vermute, man findet diese nicht gerade unter Steinen. Jawohl. Wertvoll für mich, weil ich ihre Macht und Stärke kenne. Gewöhnlichen Sterblichen bedeuten sie nichts. Oh, dann ist ja gut. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Ach Gott. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen.
Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Okay. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Das finde ich gut, das muss ich jetzt machen. Das finde ich sehr unterhaltsam. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich reiß ihn raus. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Gut, ich werde ihn beschaffen. Das finde ich gut. Wunderbar. Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst ein Richtfestbaum. Jawohl. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Okay. Oh, also gut. Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Okay. Gut, ich hole den Zweig. Ach, herrje. Das ist ja witzig. Jetzt endlich mal eine lustige Questline. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Ist sehr logisch in seiner Welt, glaube ich. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht. Aber du findest schon einen Weg. Ich finde immer einen Weg. Die Liebe findet immer einen Weg. Also gut, ich hole dir die Pfote. Okay, so. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Nenn mich doch einmal Knecht. Oh, Taschendiebstahl und Alchemie. Na klar. Alles Gute. Alles klar, alles klar. Gut. Dann hat es ja doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber wir haben alles. Das heißt, im Umkehrschluss jetzt, ich mache Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht das hier auf der Baustelle weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.